Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Es gab ja schon etwas länger keins mehr und dementsprechend dachte ich, es wird mal wieder Zeit. Wir waren ja jetzt auch wieder beim Frauenarzt und deswegen wollte ich euch einmal ja, alles erzählen, was so die letzten Wochen passiert ist und natürlich auch, wie es beim Frauenarzt war. Ich hoffe, euch gefällt's und wünsche euch an dieser Stelle einfach ganz, ganz viel Spaß. Ja, das letzte richtige Update gab es ja von der 8. bis zur 10. Woche, beziehungsweise gab es dann nochmal ein Video zum Ersttrimester-Screening in der 12. Woche. Jetzt sind wir aktuell schon fast in der 18. Woche, das heißt, ja, ich habe ein bisschen was nachzuholen. 6 Wochen sind es tatsächlich. Bei Lia war das ganz anders, da habe ich alle 4 Wochen mindestens ein Update gedreht und jetzt, wie gesagt, lässt das so ein bisschen nach. Aber es gibt auch super wenig zu erzählen. Also das meiste passiert tatsächlich immer beim Frauenarzt und genau, dementsprechend habe ich, wie gesagt, auf den Frauenarzttermin gewartet, der nun allerdings auch schon eine Woche her ist, aber mit Kind findet man auch nicht immer die Zeit, ein Video zu drehen. Aber ich denke, das solltet ihr verstehen. So, jetzt aber genug geschnackt. Es geht los und zwar, ja, wie geht es mir allgemein gerade und was ist so passiert? Was ich immer noch habe, das hatte ich ja auch schon im letzten Update, ist die laufende Nase. Also ich bin immer noch dauerhaft erkältet. Das ist total nervig und ich habe tatsächlich auch sehr, sehr oft hier oben so ein Drücken, als wenn ja, die Nase einfach komplett voller Schnodder wäre, sage ich mal. Ja, ich weiß nicht, es geht einfach nicht weg. Es geht einfach irgendwann im Laufe des Tages weg. Viel machen kann man da leider nicht. Und genau, ich bin also dauerhaft am Ausschnauben und ja, habe eigentlich immer das Gefühl, ich bin leicht erkältet. Das ist so verrückt, denn das hatte meine große Schwester auch. Das habe ich ja auch im letzten Update erwähnt. Und bei ihr ist tatsächlich auch ein Junge geworden. Und wenn ihr die letzten 2 Videos geschaut habt, wisst ihr ja auch, dass es bei uns ein Junge wird und ich finde das so verrückt, dass das vielleicht sogar vom Geschlecht abhängt, aber kann natürlich nur noch Zufall sein, aber wie gesagt, bei Lia hatte ich es nicht. Ja, wie geht's mir sonst? Also ich hatte ganz starke Schmerzen am Ischias oder im Ischias, das ist glaube ich ein Nerv, ich kenne mich damit echt nicht so gut aus, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich ja, habe hier oben die erste Etage geputzt und gewischt und gesaugt und alles aufgeräumt. Und auf einmal hatte ich totale Schmerzen in der linken Po-Backe. Und ich konnte mich nicht mehr bewegen richtig. Und ich konnte mich nicht mehr so zur Seite drehen. Es war wirklich total ekelhaft, ganz ehrlich. Und habe ich das auf Instagram angesprochen und direkt, zack, die Story war 2 Minuten online und alle Ischias, 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 Ischias. Und da meine Schwester Krankenschwester ist, habe ich sie natürlich direkt gefragt, weil an dem Tag war sie auch zu Besuch bei uns. Und habe sie direkt gefragt, was das sein kann. Und sie meint auch direkt, ich schiere es. Und genau, das war dann 3 Tage so. Und ich habe nicht viel gemacht. Also es kam immer wieder und sobald ich mich zu viel bewegt habe, wurde es immer schlimmer. Und dann am 3. Tag bin ich morgens aufgestanden, es war einfach alles wieder in Ordnung. Also total verrückt. Es kann sein, dass das Baby da drauf lag, haben mir viele geschrieben, aber ich weiß nicht, ob das Baby dafür nicht noch ein bisschen zu klein ist. Ja, aber wer weiß, ich bin kein Arzt. Auf jeden Fall haben mir viele geschrieben, dass das wohl in der Schwangerschaft recht häufig kommen kann und dass ich wohl jetzt jemand bin, der das etwas häufiger bekommen wird. Hatte ich auch bei Lia nicht. Bei Lia hatte ich nur am Ende einfach die ganz normalen Rückenschmerzen hier im ganz normalen Rückenbereich und ganz besonders immer ja, so Hüftbereich unten, also so kurz vorm Popo. Da habe ich immer so ein Brennen gehabt und das habe ich jetzt auch wieder. Aber das habe ich auch außerhalb der Schwangerschaft. Also das ist eigentlich seitdem ich schwanger war mit Lia, seitdem habe ich das. Aber das ist jetzt auch vermehrt wieder. Also ich denke, dass es sich das unten einfach wieder ein bisschen lockert, das Becken und sowas. Und deswegen ja, kann ja oft was passieren, dass das da irgendwas einklemmt oder irgendwas. Genau, das ist mir also aufgefallen. Sonst geht es mir wirklich sehr, sehr gut, bis auf die Kreislaufprobleme. Ich bin jetzt schon mehrmals wieder im Supermarkt umgekippt. Und zwar auch richtig umgekippt, dass ich wirklich kurz weg war. Und das habe ich natürlich auch beim Frauenarzt angesprochen beim letzten Termin. Und sie sagte einfach,
Mein Eisenwert ist in Ordnung und es liegt einfach an meiner Statur. Ich bin sehr dünn, sehr klein, sehr zierlich, sagt sie. Und ich habe einen sehr, sehr niedrigen Blutdruck, sagt sie auch. Der ist für mich normal, weil sie mich nicht anders kennt. Also sie hat das mit Lias Schwangerschaft verglichen und auch die Zeit davor. Und jedes Mal hatte ich eben diesen gleichen Blutdruck. Und der ist wirklich sehr niedrig. Der wäre für normale Menschen, wäre ja schon gefährlich. Aber weil sie es von mir nicht anders kennt, macht sie nichts dagegen. Und das ist für mich einfach normal, sagt sie. Und dadurch kommen halt diese Kreislaufprobleme, wenn ich schwanger bin. Weil der Körper halt einfach sehr, sehr viel Energie jetzt braucht. Und vor allem das Baby ja auch viel Blut und sowas braucht. Und ich kann leider nicht viel dagegen machen. Wie gesagt, Eisenwert ist alles in Ordnung, vom Blut sieht alles top aus. Ich soll nur mehr trinken, mehr essen, also regelmäßiger essen. Nicht nur die drei Hauptmahlzeiten, sondern gern auch viel Obst und Gemüse zwischendurch. Viel trinken, auch gerne süße Getränke, damit der Blutzucker immer schön oben bleibt. Und sonst kann man, wie gesagt, nicht mehr machen. Das gehört einfach bei mir in der Schwangerschaft dazu. Das waren die Worte der Ärztin. Und seitdem Frauenarzttermin tatsächlich versuche ich auch das einzuhalten. Das heißt, vorher war das immer so, dass ich gerne das Frühstücken ausgelassen habe. Ich glaube, das habe ich euch auch schon mal erzählt. Und leider ist es an den Tagen meistens auch so gewesen, dass ich dann umgekippt bin. Und seitdem ich beim Frauenarzt war, ist es jetzt wirklich so, dass ich jeden Morgen frühstücke und auch schön ausgiebig mit Obst und Gemüse und auch ein schönes Marmeladenbrötchen dazu. Und seitdem klappt es auch besser. Also ich merke direkt, das ist total crazy. Heute Morgen zum Beispiel waren wir vor dem Frühstück nochmal schnell unten bei meinen Eltern. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass mein Körper schon so ein bisschen rebelliert und sagt, ey, frühstücke jetzt mal, weil der Kreislauf geht schon so ein bisschen ab. Und da bin ich dann auch hochgegangen, habe gefrühstückt und dann mal wieder alles top. Also einfach viel ausgiebig essen, falls ihr das gleiche Problem habt, einfach nur so als Tipp. Aber wie gesagt, das begleitet mich halt täglich und ich habe auch manchmal schon echt Angst, einkaufen zu gehen, weil dann sitzt du da auf dem Boden und denkst, oh, wann hört das endlich auf? Ich habe jetzt auch immer Traumzucker in der Handtasche, falls das dann nochmal wiederkommen sollte, dass ich dann einmal so einen kleinen Input habe, damit ich dann wenigstens zur Kasse komme. Genau, das also ist eigentlich das einzig Negative mit den Rückenschmerzen im Moment. Dann geht es mir sonst eigentlich wirklich total gut. Ich sage ja immer so, 14. bis nachher 25. Woche ist so die angenehme Zeit in der Schwangerschaft bei mir. Und danach geht es wieder bergab. Dann kommen die ganzen Rückenschmerzen und Beschwerden mit dem großen Bauch. Aber jetzt fühle ich mich wirklich sehr, sehr wohl. Und ich bin auch wirklich immer noch sehr, sehr happy. Ich glaube, ihr merkt das, ich bin ja dauer am Smilen. Und ich fühle mich auch einfach sowohl in meinem Körper und sowohl mit meinem Baby. Genau, jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Frauenarzttermin. Den hatten wir in der 16. Woche. Jetzt sind wir schon fast in der 18. Woche. Und der Termin war wirklich sehr, sehr schön. Er ging super schnell, aber er war trotzdem total toll. Und ich liebe auch immer meine Frauenärztin, weil sie ist einfach super lieb. Sie macht jedes Mal ein Foto und sie fotografiert auch wirklich alles, was das Baby macht. Also sobald das Baby eine Hand hebt oder mit den Füßen irgendwas macht, ist sie immer nur am Fotografieren und drückt die Fotos dann natürlich auch immer fleißig aus. Zu dem Ultraschall habe ich nachher auch noch ein kurzes Thema, denn es gibt da ein neues Gesetz. Und weil ihr ja merkt, dass bei mir jedes Mal ein Ultraschall gemacht wird, habe ich da sehr, sehr viele Fragen bekommen. Das habe ich diesmal bei der Frauenärztin auch angesprochen und wollte darauf dann gleich am Ende nochmal eingehen. So, jetzt aber erstmal, wie gesagt, zum Frauenarzttermin. Ich habe hier meinen Mutterpass mit meiner wunderschönen Mutterpasshülle. Ich verlinke euch die mal wieder in der Infobox, weil da kommen so viele Fragen und ich liebe die einfach. Die ist einfach so schön. Genau, so. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich zeige euch zuerst das Foto. Ich werde natürlich diesmal auch wieder ein Foto bekommen. Und auf Instagram habt ihr es auch schon gesehen, beziehungsweise in dem Outing-Video auch schon ein Foto von beiden. Wir haben nämlich zwei bekommen. So, das erste ist dieses hier. Ich glaube, ihr seht das Baby ganz deutlich. Hier ist der Kopf, das Gehirn und das Gehirn zeigt so eine Welle. Und das ist wohl irgendwie was ganz Besonderes. Und das heißt dann Wasserbaby. Also, wusste ich noch gar nicht, aber wie gesagt, das habe ich also auf Instagram auch schon gelernt. Hier seht ihr so eine kleine Welle. Genau, das ist der Kopf, hier geht so der Rücken und hier ist der Popo und hier küsst
er sozusagen das Knie. Mega, mega süß, wie er da liegt. Und das zweite Foto zeigt einmal sein Bein mit Fuß, was er einmal richtig so ausgestreckt hat. Das fand die Frau letztens auch ganz toll und hat das einmal fotografiert. Genau. Und das waren eigentlich die Fotos. Und der Kleine war super aktiv am Ultraschall. Also er hat wieder sehr, sehr viel geturnt und so wie Lia damals sich von allen Seiten gezeigt. Angefangen hat der Termin allerdings mit dem Urin abgeben. Das war aber diesmal so ein kleines Problem, weil irgendwie alle Leute schwanger waren und alle mussten Urin abgeben. Und eine Frau, die brauchte tatsächlich über 15 Minuten auf der Toilette. Ich weiß nicht, was sie dort gemacht hat. Keiner wusste es, glaube ich, dass wir nachher eine riesen Schlange hatten da und dass ich dann erst aus der Schlange raus ins Labor einmal Blutdruck messen und einmal wiegen. Zum Gewicht kommen wir gleich. Und dann muss ich mich wieder in die Schlange stellen. Und dann kamen die Frauenärzte und irgendwann sagte ich, Frau Bellmann, kommen Sie mal mit, das dauert hier zu lange. Und genau, das heißt, ich stand wieder im Wartezimmer, saß ich noch, musste ich irgendwo warten außer vor der Toilette. Also es war total verrückt. Auf jeden Fall bin ich dann rein zur Frauenärzte direkt. Und dann haben wir erstmal unten rum geschaut. Ich musste mich erstmal unten rum frei machen. Da habe ich mich so ein bisschen erschrocken, dachte, hä? Aber dann ist mir aufgefallen, dass es bei Lia auch fast jedes Mal so war. Also fast bei jedem Ultraschall musste ich mich unten einmal frei machen, dass wir unten einmal schauen nach Gebärmutterhals, Muttermund. Und sie tastet ja auch einmal von innen und von oben einmal ab. ist jetzt verrückt, aber ihr wisst ja, ich bin direkt offen. Also genau, sie tastet halt eben so von oben und von innen einmal ab und hat dann auch gesagt, wow, da ist aber jemand kräftig gewachsen und hat die Gebärmutter sehr schön gespürt. Auch knapp unter meinem Bauchnabel sitzt die Gebärmutter schon und der Gebärmutterhals ist noch vollkommen da und sieht auch total top aus. Also weder eine Trichterbildung noch irgendwas anderes. Muttermund auch alles paletti, sagt sie, da braucht man sich noch gar keine Sorgen machen. Einige wissen ja, dass ich noch ab und zu stille, also nicht täglich und auch wenn dann nur einmal am Tag, abends zum Einschlafen. Aber natürlich kann das auch für Kontraktionen bei der Gebärmutter sorgen und das kann vorzeitige Wehen bedeuten. Und da sollte man sich jetzt in der 17. und 18. Woche auch schon Gedanken machen, da kann das nämlich durchaus schon passieren. Aber genau, bei mir wie gesagt alles top und dann ja, nach einer Minute durfte ich mich auch wieder fertig machen. Sie hat nur noch kurz einen Abstrich gemacht, den sie immer macht. Und dann durfte ich mich anziehen und durfte auf die Liege zum Ultraschall. Und dann haben wir einen Ultraschall gemacht. Und ich, wie gesagt, ich schwärme immer vor meiner Frauenärztin, aber sie dreht den Bildschirm dann auch immer richtig zu, sodass ich fast mehr sehe als sie. Und fragt auch immer, ob alles gut ist, ob ich gut liege und ja, ob alles in Ordnung ist. Und dann haben wir, wie gesagt, geschaut nach dem Baby. Und vorab natürlich die große Frage, da ich ja beim letzten Termin, also davor den Termin, im Erstsemester-Screening bei einer anderen Ärztin war, hat sie mich natürlich erstmal gefragt, ob ihre Kollegin denn schon was zum Geschlecht gesagt hat. Und da habe ich gesagt, nein, sie war sich noch sehr unsicher. Und dann, ja, hat sie gesagt, dann hat sie ja jetzt die Freude, das zu übermitteln. Und genau, da haben wir also direkt erstmal nach dem Geschlecht geschaut, nachdem sie natürlich den positiven Herzschlag gesehen hat. Das war erstmal so ihr Kriterium. Also sie hat erstmal draufgehalten und gesagt, oh, da ist schon der Herzschlag. Und dann hat sie gesagt, gut, dann schauen wir jetzt mal nach dem Geschlecht. Und dann, ja, war das auch ziemlich eindeutig. Also für sie nicht so eindeutig. Sie hat erstmal geschaut, oh der liegt ein bisschen doof. Oder es liegt ein bisschen doof. Wir müssen noch ein bisschen schauen. Und dann habe ich aber gesagt, doch, ich sehe da aber was. das war bei meiner Tochter nicht so. Und dann hat sie gesagt, ja, meint sie diesen kleinen Zipfel hier? Und ich meine, ja, da ist auch ein kleiner Zipfel. Und sie meint, ja, das sieht schon aus wie ein Zipfel. Ich suche nur die ganze Zeit die Hoden. Und dann waren wir die ganze Zeit auf der Suche nach den Hoden. Und die haben wir einfach nicht gefunden, weil er sich auch immer so ein bisschen schräg gedreht hat. Also, ja, war so ein bisschen schwierig. Von unten konnten wir ihn nie sehen. Und ja, wir haben einen Zipfel gesehen und für mich war das super eindeutig, also dieser Zipfel war wirklich mehr als eindeutig. aber wie gesagt, die Hoden fehlen. Wer weiß, ob sie einfach nur versteckt waren oder ja, ob
das einfach ein blöder Winkel war. Wir werden es beim nächsten Mal sicher sehen. Lia hat sich immer ganz kräftig von unten zeigen lassen und auch von allen Seiten. Und der kleine Mann hat sich jetzt immer so ein bisschen schräg gedreht. Aber es war auch in Ordnung. Wir haben, wie gesagt, den Zipfel gesehen. Und von ihr auch die eindeutige Bestätigung, 99,9%, dass es ein Junge wird. Genau, also, bei Mädchen sieht man nämlich tatsächlich in dieser Woche schon eindeutig die Schamlippen. Das sind ja fast wie Knochen, so weiß und dann zwei Stück nebeneinander. Und bei den Jungs sieht man eben schon einen Zipfel in dieser Woche. Also wenn ihr einen Frauenarzttermin so um den 15. bis 18., 19. Woche habt, dann solltet ihr auf jeden Fall schon das Geschlecht sehen können. Außer euer Kind liegt wirklich sehr, sehr doof, so wie bei meiner Schwester. Dann kann das auch mal später sein. Genau, macht euch da aber keinen Stress. Irgendwann werdet ihr es sicher erfahren. Genau, dann haben wir also das Geschlecht gesehen. Sie hat ganz viele Fotos gemacht vom Zwerg. Und dann hat sie sich natürlich erstmal alles angeschaut. Das heißt, den Oberschenkelknochen, der wird ja mal 7 genommen. Und dann haben wir die Länge. Und lang ist er jetzt 9,1 cm gewesen vor über 1,5 Wochen. Also ich denke, der ist jetzt wieder ein bisschen gewachsen. Und genau, sonst hat sie sich eben alles angeschaut, Blase, Nieren, einmal alles komplett, Gehirn, Durchblutung. Das macht sie ja immer bei jedem Termin. Und danach hieß es, gut, ich danke Ihnen, alles paletti, sieht alles top aus. Und dann haben wir schon Termine gemacht, also Ultraschalltermine, fast bis zur Geburt. Voll krass, also ich habe jetzt schon die Frauenarzttermine für bis fast zur Geburt und bin damit natürlich abgesichert, dass ich immer einen relativ gleichen Abstand habe von ungefähr 3 bis 4 Wochen. Und Zuckertest, alles haben wir auch schon für die Termine, alles vereinbart. Großes Organscreening haben wir auch schon vereinbart, das kommt da jetzt auch im Juni, glaube ich. Kann ich nochmal nachschauen, eben in meinem Mutterpass. Genau, aber ich glaube, das hatten wir. Genau, Zuckertest haben wir im Mai schon. Und ich glaube, hier hat sie sich ja ein bisschen verschrieben. Ups. Genau, also wir haben jetzt noch einen Termin im März. Dann haben wir einen Termin, da hat sie jetzt auch März reingeschrieben, also 03, aber ich glaube, sie meinte 04. Das habe ich nämlich auch so in meinem Handy eingetragen. Auf jeden Fall dann im April, genau, kurz nach meinem Geburtstag war das nämlich, dann das große Organscreening. Bei einer neuen Ärztin, die kenne ich noch nicht, die ist ganz neu in der Praxis, weil die andere Ärztin, die mit uns das Ersttrimester-Screening gemacht hat, die ist leider gegangen. Aber da gibt es eine neue tolle Ärztin, wir sind sehr gespannt, wie sie ist. Aber da findet dann eben das große Organscreening statt im April, kurz nach meinem Geburtstag, das ist doch schön. Ja, und sonst, wie gesagt, war alles top. Nach dem Termin habe ich noch schnell Urin abgegeben. Da war die Toilette nämlich endlich frei. Und dann bin ich auch schon abgedüst. Dann war es das schon. Innerhalb von einer halben Stunde war ich da durch. Und alles in Ordnung. Ich war mega happy und habe Felix dann die Nachricht überbracht, dass er einen kleinen Sohn bekommt. Das war übrigens nicht spektakulär. Ich habe mir das total schön ausgemalt, dass ich zwei verschiedene Strampler hole. Eine rosa, eine blau, bla bla. Dann zeige ich Lia das Ultraschallbild und sage tatsächlich er. Felix, es wird ein Junge und ich, ja, mega doof, aber so ist es, mega spontan, wie soll es anders sein? Genau, und das war's auch eigentlich. Ich wollte jetzt noch kurz auf das Thema Ultraschall eingehen, wegen dem neuen Gesetz. Und danach gibt es natürlich auch noch meinen Babybauch. Ich habe ganz vergessen, ich wollte euch noch das Gewicht sagen. Ich bin gestartet mit 45 Kilo und habe gewogen jetzt beim letzten Termin 46,9. Die Waage beim Frauenarzt ist tatsächlich aber immer ein bisschen höher. Erstens, weil man ja auch die komplette Montur und Klamotten anhat, inklusive Schuhe. Und ich weiß nicht, die Waage zeigt irgendwie immer ein bisschen mehr als die hier zu Hause. Dementsprechend weiß ich nicht so ganz, was ich glauben soll. Aber wir peilen jetzt einfach mal die ungefähr 47 Kilo an. So, und jetzt Thema Ultraschall. Ich habe meine Frauenärztin, wie gesagt, extra gefragt wegen diesem neuen Gesetz, das ja unnötige Baby-Kinos und 3D-Ultraschalle und alles verbietet. Und einige auf Instagram haben mir geschrieben, dass sie nur noch 3 Ultraschalle in der Schwangerschaft haben,
weil ihre Ärzte das jetzt nur noch so machen. Das heißt, einmal der erste, um zu gucken, ist man überhaupt schwanger, und dann eben die anderen zwei großen Screenings. Den Rest, den man dazu buchen kann, zum Beispiel Ersttrimester-Screening, ist natürlich nicht enthalten. Genau. Meine Frauenärztin hat gesagt, es sind nur unnötige Untersuchungen verboten. Das heißt, 3D-Ultraschalle, die du bezahlen musst und die nicht notwendig sind für die medizinische Vorsorge. Und bei meiner Frauenärztin ist es so, dass sie jeden Ultraschall alle 4 Wochen für medizinisch notwendig findet und handhabt. Und dementsprechend darf sie das auch. Also sie darf alle 4 Wochen einen Ultraschall machen, solange es, wie gesagt, medizinisch notwendig ist und nicht aufs Babykino hinausläuft, sodass man eben nur auf den Bauch schalten, nur damit die Mutter das Kind sieht. Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil ich natürlich immer wissen will, wie geht's dem Baby. Und ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, zum Frauenarzt zu gehen, einmal untenrum untersucht zu werden und dann wieder zu gehen. Weiß nicht, ich habe dann irgendwie immer Angst, dass irgendwas mit dem Baby nicht stimmt oder sowas. Und deswegen bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass meine Frauenärztin das so handhabt. Und das war tatsächlich bei meiner Schwester nämlich nicht so. Die hatten immer nur alle paar Monate einen Ultraschall. Und das ist einfach nicht so schön, finde ich. Zum Thema 3D-Ultraschall kann ich auch gerne nochmal was sagen. Das habe ich nämlich auch meine Frauenärztin einmal gefragt, beziehungsweise ist sie da von sich aus schon selber drauf gekommen. Sie hat nämlich gesagt, dass sie auch gerne einen 3D-Ultraschall mal in einer Untersuchung machen kann. Das ist für sie kein Problem, nur sie darf es nicht als kostenpflichtige Arbeit machen. Dann ist es wieder verboten. Also werden wir dann, glaube ich, schon beim nächsten Termin einmal einen 3D-Ultraschall noch machen. Einmal, um zu gucken, ob wir einmal was erwischen. Beim letzten Mal hat sie gesagt, ist der Kleine leider noch ein bisschen zu klein. Genau. Und ich wollte es unbedingt machen, weil bei Lia haben wir das erst so um die 30. Woche probiert und da war sie einfach schon viel zu groß. Und genau, deswegen hat meine Frauenärztin das von sich aus angeboten, dass sie das gerne beim nächsten Mal mal macht. So, ich hoffe, ich konnte jetzt eure Fragen dazu einmal beantworten. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Gesetz in die Kommentare und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch in den Praxen ist. Und dann, meine Lieben, wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, euch hat dieses Schwangerschaftsupdate gefallen. Und dann hoffe ich, ihr seid bei den nächsten Videos fleißig mit dabei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!